Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence hier auf Dalibert TV. So, ja, es gibt ein kleines Problem. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge unsere Axt und unsere Spitzhacke zerstört. Und ich habe keine mehr auf Reserve. Und das nächste Problem ist, ich habe auch kein Holz, um eine nachzubauen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Runde losrennen, weil sowohl für das Beil als auch für die Spitzhacke brauchen wir vier Bretter. Und ich glaube, aktuell komme ich auf ein Brett. Genau, ein Brett hätte ich im Angebot. Können wir jetzt nicht allzu viel mit anfangen. Bevor wir aber jetzt loslaufen, einmal kurz geschaut. Die Kohle scheint wirklich nur als Brennstoff genutzt werden zu können. Ich würde die jetzt mal hier reinhauen. Das wären jetzt hier ungefähr, ja, ich weiß nicht, wie viel das ist. Wir gucken mal, wie viel es bringt. Schon einiges, ne? Also das ist scheinbar nur ein reiner Brennstoff. Ich habe tatsächlich hier den Generator nochmal aufgefüllt, habe ihn aber jetzt nicht angeschmissen. Werde ich aber jetzt tun müssen, weil sonst geht uns hier gleich der Strom aus. An Essen nehme ich jetzt erstmal nichts mit. So, das heißt also, wir brauchen definitiv Fett und definitiv Holz. Dann werden wir jetzt mal losrennen und mal gucken. Die Shotgun lasse ich mal hier. Ich habe auch keine Pfeile, ne? Ich habe gar nichts. Okay, wir machen das so. Ich lasse jetzt alles hier. Bis auf einen davon. Den Rest lasse ich tatsächlich hier, weil ich kann jetzt im Moment eh nichts machen. Ich kann jetzt auf Risiko gehen und gucken, dass ich ein bisschen Holz besorge. Und ja, was anderes fällt mir tatsächlich nicht ein. Das heißt, wir laufen jetzt so lange rum, bis ich Holz besorgt habe. Aus Kisten, Bretter, drei Stück. Weil ich kann ja nichts machen. Ohne Axt, ohne irgendwas. Das ist tatsächlich eine Situation, die ich mir gar nicht ausmalen konnte vorher. Das Einzige, was ich sonst noch machen könnte, wäre sterben. Wenn das jetzt hier zu lange dauert, werde ich auch das tun. Das war ja schon mal gut. Dummerweise kein Holz. Gucken mal weiter. Ich glaube, ich habe sogar einen Dietrich zu Hause in der Kiste. Wenn wir eine Premium-Kiste sehen sollten, weil da sind in der Regel immer Bretter drin, dann würde ich nochmal zurückrennen und den Dietrich holen. Aber bis dahin laufen wir jetzt hier einfach mal rum. Das Hühnchen würde ich tatsächlich auch versuchen wollen. Das könnte sogar klappen. Und Ali hepp. Ja, nächstes Mal haben wir dich. Nee, nochmal? Komm schon. Vielleicht ist das Hüpfen da manchmal doch nicht die beste Idee. Aber ist egal, wir können es dann direkt zu Hause absetzen, jetzt sowas haben. Weil ich glaube, wir haben gar kein Hühnchen mehr drin. Dann lass uns das jetzt mal schnell nachholen. Nee, überhaupt kein Tier. Das holen wir uns gleich. Das kann bleiben. Essen, trinken ist Gott sei Dank noch genug drin. Alles gut. So, dann lass uns mal weiter. Gucken wir mal in die Richtung. Wir brauchen Holz. Ja, keine Ahnung. Also das ist jetzt echt eine Situation. War mir bewusst, dass das passieren kann? Doch, ich denke schon. Habe ich da jemals drüber nachgedacht, dass es mir passieren könnte? Nein, habe ich nicht. Das ist jetzt Käse. Wir müssen mal schauen, wie wir es machen. Wie gesagt, sonst der Notplan wäre dann einfach sterben. Aber ich will mal jetzt erstmal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie gelöst bekommen, ohne zu sterben. Weil eigentlich möchte ich meinen Kill-Counter nicht noch weiter hochdrücken. Und wir brauchen eh Material, ne? Ohne Ende. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal wirklich eine ganz entspannte Loot-Folge heute. Mit dem Ziel, drei Bretter zusammenzukriegen. Wie auch immer. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Nichts. Da ist ein Wolf, den wollen wir ignorieren. Da hinten ist ein Bär. Cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, Höhle finde ich gut. Ich hatte jetzt drüber nachgedacht, wie es denn hier jetzt auch weitergehen soll mit der Staffel. Also ich werde jetzt nicht aufhören, weil es ist ja nicht so, dass wir den kompletten Content fertig haben bisher. Was uns noch fehlt, sind die erweiterten Baugeräte. Und ich denke, da werden wir auch den Schwerpunkt jetzt in der nächsten Zeit. Oh, da knurrt irgendwas. Ich gehe mal zur anderen Seite. Da werden wir jetzt die nächste Zeit den Schwerpunkt draufsetzen. Ich habe keine Ahnung, was wir dafür alles brauchen. Das müssen wir nochmal nachgucken. Aber ich will zumindest, bevor ich jetzt sage, okay, wir stampfen die Staffel ein. Wir haben jetzt so viel Zeit damit verbracht. Ich will zumindest alles einmal gebaut und angeguckt haben. Jedes einzelne Teil. Und das werden wir auch definitiv machen. Und dann schauen wir mal weiter, ob es bis dahin dann Content-Updates gibt. Und wenn nicht, dann werde ich da nochmal übergehen und ja, nochmal andere Sachen machen.
Ja, aber für den Moment denke ich erstmal, bleibt das hier auf jeden Fall noch. Jetzt finden wir auch tonnenweise Eisen. Klar, wir haben ja kein Werkzeug dafür. Genau, lasse ich es einfach erstmal so weiterlaufen und ich muss mal sehen, wie ich das dann mache mit Schneiden und so weiter nachher. Die einen oder anderen sagen, ist gut, wenn ich viel rausschneide. Die anderen sagen, ich soll gar nichts rausschneiden. Ich denke mal, der Weg irgendwo in der Mitte wird es nachher werden. Und wir werden das dann einfach so lange weitermachen, bis ich wirklich alles gebaut habe. Und dann schauen wir mal weiter. Ne, 7 Days to Dine läuft ja jetzt aktuell auch oder sollte eigentlich jetzt wieder laufen. Ja, ich denke mal, noch ein drittes Video pro Tag könnte jetzt, sobald diese Umbaugeschichte abgeschlossen ist, was hoffentlich jetzt nicht mehr so lange dauern wird, auch wieder dazukommen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So. Keine Kisten. Liegt es jetzt daran, dass ich so viel quatsche, dass ich sie übersehe? Oder liegt es jetzt daran, dass tatsächlich keine da sind? Ich sehe nichts. Gar nichts. Metallschrott. Tja, muss ich jetzt echt sterben, um eine Axt zu kriegen? Okay, also Fazit definitiv, beziehungsweise die Lehre jetzt aus der Nummer. Immer eine Reserve-Axt bauen. Das ist das Erste, was wir machen werden. Sobald ich die Axt habe, werde ich noch eine bauen oder besser noch zwei. Wahrscheinlich habe ich mir da auch nie Gedanken zu gemacht, weil dadurch, dass ich so oft gestorben bin, hatte ich ja reichlich Äxte in der Kiste. Nur die sind jetzt inzwischen auch alle leer. Käse. Ja, da hinten sitzt ein Bandit, glaube ich. Den lassen wir auch mal getrost in Ruhe. Das wäre natürlich auch nochmal eine Option, mich mit so ein paar Jägern und so anzufreunden oder anzulegen. Das Problem ist, dass ich auch keine Angelschnüre da habe. Und ich habe ja jetzt meine ganzen Heal-Kits und alles unten gelassen. Das wäre natürlich noch eine Option. Wie viel Bretter müsste ich jetzt noch meine alte Aufnahme gucken? Aber nee, mache ich jetzt auch nicht. Weil ich, unten in der Höhle habe ich Holz gelassen, das weiß ich. Ich glaube zwar nicht, dass es reicht, um so viele Bretter zu bauen, wie wir brauchen. Aber da hätte ich auf jeden Fall noch was, wenn alles strikt. Oh, ein Hühnchen. Und ein Wolf. Na toll, dann lassen wir das Hühnchen mal. Tja, keine einzige Kiste. Ich habe ja nicht mal Pfeile aktuell, ne? Ich habe gar nichts. Und das Problem ist, ich brauche auch so schnell wie möglich Fett, weil sonst geht mir nämlich der Strom irgendwann noch aus. Und das wäre auch nicht cool. Ich sehe nichts. Buschpflanzenfaser mitten im See. Und nehmen wir mit. War mir nicht mal bekannt, dass es da wachsen könnte. Da ist der Bär. Da ist noch ein Bär. Da, guck mal, Kupfer da oben. Das ist ja Murks. Ausdauer geht ziemlich schnell runter. Was ist da los? Eigentlich nichts. Okay, laufen wir mal langsam wieder Richtung nach Hause. Da ist eine Kiste. Nehmen natürlich unterwegs noch alles mit, was wir finden. Ein Brett, guck mal. Fehlen noch zwei. Also es geht. Da ist noch eine, da kommen wir sogar dran. Zwar nur eine Munitionstasche, aber möglich ist möglich. Bleib schön, wo du bist. Ah, mindestens ein Pfeil. Ein Pfeil kann ich auch mitleben. Da ist noch eine Kiste. Guck mal, jetzt kommen sie langsam. Hase. Munitionskiste. Könnte noch ein Pfeil werden, jawohl. Ja. Oh. Wo habe ich dich jetzt nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Mutig. Noch ein Pfeil. Heilkräuter. Ausdauer ist wieder voll. Dann können wir wieder ein bisschen sprinten. Ladida.
Tja. Ja, soweit nicht zu sehen. Gut, also ansonsten, was es vielleicht auch noch zu berichten gibt, was mir gerade so einfällt, ich habe ja die letzte Folge beendet, da war ich noch nicht ganz zu Hause. Und wir hatten ja, als wir losgelaufen bzw. losgeschwommen sind zur Höhle, tonnenweise Angriffe von den Jungs und also von den Jägern. Schadenstechnisch, die haben gut was angerichtet, keine Löcher reingemacht, aber zum Beispiel die komplette Elektroversorgung, die auf dem Dach ist, hier Solarzellen, Windturbinen, die waren alle richtig beschädigt. Habe ich, ja, soweit jetzt alles wieder repariert. Und dann sollten wir da jetzt erstmal wieder Ruhe haben. Das passt. Ah ja, genau. Und so eine Megabase steht natürlich auch noch auf dem Programm. Die habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Okay, gut. Dann lass uns mal einmal kurz das, was wir haben, wegbringen. Kurz die Essensvorräte auffüllen, dass wir hier keine Probleme mit der Ausdauer gleich kriegen. Das kann da rein. Die lade ich da rein. Guck mal, sogar zwei Bretter. Oder habe ich die anderen jetzt mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Cool. Das ist sogar richtig gut. Drei Bretter, aber ich gucke noch mal. Nee, es sind wirklich vier, die wir brauchen. Okay, ja, ist wie es ist. Kriegen wir gleich zusammen. Einmal Hühnchen, Mam. Ne, bräunliche. Trinken wir das. Kann ich gleich wieder voll machen. Das schmeißen wir da rein, dass das länger hält. Jo, das sieht doch gut aus. So, dann lass uns schnell nochmal raus. Ach so, genau, das wollte ich noch. Ich habe zwei Flaschen schon nachgebaut. Die sind also auch schon am Start soweit. Das passt. Das ist auch soweit alles vorbereitet. Okay, so, perfekt. Dann geht es gleich wieder weiter. Ja, das reicht zumindest schon mal wieder, um in die Höhle reinzukommen. Ja, jetzt fehlt nur noch ein einziges Brett. Und ich werde für dieses eine Brett jetzt nicht nochmal den ganzen Weg zur Höhle auf mich nehmen. Wir gucken jetzt weiter, dass wir hier nochmal eine Kiste auftreiben. Und ich werde jetzt auch nicht anfangen, Pfeil und Bogen mitzunehmen, weil ich kenne mich. Wenn ich das jetzt mitnehme, dann versuche ich direkt den ersten Wolf wieder zu erledigen, den ich sehe. Dann bin ich erstmal wieder abgelenkt von meinen. Eine Holzsammelei, die hat nämlich höhere Priorität. Und oder das wäre Option 1 oder Option 2. Ich habe mein Holz und finde auf dem Rückweg einen Wolf und sterbe dann wieder. Das wollen wir alle nicht. Also erstmal eins nach dem anderen. Irgendwas. Ein Elch, glaube ich. Jo, tatsächlich ein Elch. Aber ne, den lasse ich jetzt auch sein. Muss ich ja. Habe ja nichts dabei, ne? Noch mal hier oben sind immer Premium-Kisten oder normale. Das ist jetzt nur eine normale, nehme ich aber. Da könnte ein Brett drin sein. Komm schon. Nope. Nägel und Federn. Ich gehe noch mal oben drauf. Da ist so oft was. Muss ja auch mal sein. Einfach mal eine Folge nur looten. Wir haben jetzt schön Höhlen-Action gehabt. Zweimal hintereinander. Jetzt machen wir nur Looten, bis wir das Problem mit der Axt gelöst haben. Und für die nächste Folge werde ich mir dann wieder ein bisschen was überlegen, beziehungsweise auch ein bisschen was vorbereiten. Und dann gucken wir mal, was wir von den neuen Sachen, beziehungsweise nicht neuen, sondern noch fehlenden Sachen bauen können. Damit wir zum Beispiel auch Brandmunition benutzen können. Da bin ich auch sehr, sehr neugierig, wie das funktioniert. Und natürlich auch. Ja, die Bauelemente, die noch fehlen. Zum Beispiel diese komische Luke mit der Treppe drin, hatte ich gesehen bei anderen YouTubern. Die würde ich gerne nochmal bauen. Mal gucken, wie die Mechaniken da so sind. Waffentechnisch haben wir, glaube ich, noch nicht alles. Da gibt es auch noch eine verbesserte, ich weiß gar nicht, so eine Armbrust irgendwas. Müssen wir auch nochmal gucken. Also Waffen, ich will, wie gesagt, alles einmal gebaut haben, Minimum. Und dann schauen wir weiter. Was haben wir hier noch? Perfekt. Ja, da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Baukiste und Puma. Der ist echt ziemlich nah. Ah, geht weg. Sehr gut. Immer noch ziemlich nah. Ich weiß nicht, wie die Agro-Range von dem ist.
Oh nein, jetzt kommt er. Er hat mich. Ich lasse ihn jetzt kommen. Der haut dann ab. Hoffe ich. Jawollo. Und dann kann ich mir schnell die Kiste schnappen. Da könnte ein Brett drin sein. Nein, kein Brett drin. Gehen wir mal hier oben nochmal gucken. Ein Brett noch. Kommt schon. Keine Kisten zu sehen. Da ist noch was. Auch kein Brett. Kein Brett. Ja, also für alle, die das hier nicht nachmachen wollen, sorgt immer dafür, eine Reserveachse in der Kiste zu haben. Ich würde das wahrscheinlich sogar noch als Anfängerfehler deklarieren, was mir hier gerade passiert ist. Aber dadurch, dass ich als blutiger Anfänger, der ich ja bin, so oft gestorben bin, ist mir dieses Problem halt nicht so wirklich bewusst geworden. Jetzt schon. Das ist echt verrückt. Aber ihr seht, die komplette Folge ist uncut. Zwei Bretter haben wir gefunden. Und ich bin wirklich permanent am Suchen. Bestimmt auch die ein oder andere Kiste übersehen. Was war das? Beeren. Aber ja, cool ist es nicht. Also das sollte definitiv versucht werden zu vermeiden. Nichts, 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 nichts. Es muss doch irgendwie, aber... Ja, es war ein verzweifelter Versuch, mit meinen Händen gegen den Baum zu boxen. War das Erz oder Kiste? Erz. Schade. Bär? Wolf? Da hinter dem Wolf ist eine Kiste. Ich den jetzt hierher gelockt? Naja, schnüffelt nur. Ich laufe mal rum. Die kann ich nicht stehen lassen. Ja, jetzt ist der weiter zur Kiste hingelaufen, oder? Ich sehe die Kiste nicht mehr. Aber so von der Schätzung, wo ich sie vorhin stehen habe sehen. Stehen habe sehen. Ja, das ist schönes Deutsch. Die ist mir jetzt zu risky. Lassen wir mal sein. Da ist doch noch eine. Guck mal. Munitionskiste. Noch mehr Pfeile. Und ich glaube, sehe ich da unten, ist es tatsächlich... Ja, es ist eine Premium-Kiste. So, ich laufe schnell nach Hause, hole den Dietrich. Der Weg ist frei. Sehr cool. Dietrich, Premium-Kiste. Und da kriegen wir dann die Bretter raus, die wir brauchen. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe es so sehr. So viele Hasen. Da oben ist noch eine Kiste, die nehme ich auch noch schnell mit. Wieder kein Brett. Das ist echt übel. Gut, Lektion gelernt, definitiv. Dietrich, Hammer. Aber natürlich werde ich trotzdem hier meine Sachen schnell auspacken. So, apropos, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, was ich noch schnell machen möchte. Ein bisschen davon habe ich schon. Das will ich auch einmal los. Lassen. So, und dann können wir gleich dann doch noch so zum Abschluss. Ich bin mir zu 99% sicher, dass wir aus der Premium-Kiste jetzt ein Brett rausbekommen. Und dann ist das Problem gelöst. Ziel der Folge erreicht. Und dann würde ich gerne noch gucken, mal eben Blick auf Uhr. Ja gut, wir haben schon 20 Minuten voll. Ja, gucken wir mal. Wie es dann aussieht, ob wir dann vielleicht doch nochmal versuchen, was zu bauen, weil es ist ja doch relativ viel Strom da. Oder ob wir uns das dann für die nächste Folge aufheben, schaue ich gleich mal. So, was ist denn hier los? Wo war das Ding jetzt?
Jetzt bescheuert. Ich bin runtergelaufen von da oben. Dann hatte ich hier vorne, glaube ich, die Kiste gesehen und ich glaube, hier ist die Premium-Kiste drin gewesen. Nee. Ist die schon despawned oder bin ich jetzt einfach nur selten dämlich? Ich glaube, ich bin selten dämlich. Wir versuchen es nochmal. Also, genau, ich bin von hier runtergelaufen. Und dann hatte ich hier irgendwo eine Kiste entdeckt, die ich holen wollte. Oder bin ich hier vorne runtergelaufen? Ne, ich glaube, ich bin hier vorne runtergelaufen. So. Und dann stand hier irgendwo eine Kiste. Ne, bin ich nicht. Es war doch definitiv hier. Ne, ich glaube, die ist echt schon despawned. Ich glaube, hier stand nämlich die andere. Genau. Und dann hatte ich das im Augenwinkel gesehen und die war irgendwie weiter links. Oder war das hier? Ja, ist egal. Beide Stellen ausgeklammert. So ein Ärger. Ist die echt despawned, die Premium-Kiste? War ich zu langsam? Da war ich jetzt echt zu langsam. Okay, ich behalte den Dietrich in der Tasche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nochmal nachlegt. Und dann suchen wir mal weiter. Ach, das ist doch Murks. Oder war das hier? Upp. Könnte auch hier gewesen sein, aber... Okay, also, ich denke, entweder bin ich jetzt wirklich selten dämlich und blind, aber ich denke eher, die ist tatsächlich despawned. Nur guck mal, hier dieser olle Wolf noch rumsitzt. Da oben. Guck mal, der entfernt sich von der Baukiste. Ich versuche die mal noch zu besorgen. Da ist ein Bär. Da war sie. Ich nur aufpassen, Wolf, Bär, alles am Start hier. Oh, beeilen, dann geht's. Beeilen, wegrennen. Kein Brett. So ein Ärger. Im Dunkeln hier noch rumsuchen wegen dem Brett. So war das jetzt nicht gedacht. Also ich kann es nur wiederholen, Leute. Achtet echt drauf, da ist ein Hühnchen, dass ihr immer eine Reserveachse in der Kiste habt. Das ist echt nicht cool, was hier gerade passiert. Na, natürlich biegst du nach links zum Wolf ab. Und die Nummer mit der Premium-Kiste ist ja wohl auch mega mies jetzt. Aber gut, ist wie es ist. Ich habe ja trotzdem selber Schuld, ne? Da ist auch einer. Gut, aber hier jetzt immer dieselben Ecken abzulaufen, hat auch keinen wirklichen Wert. Und es wird langsam so dunkel, dass man Kisten wirklich fast nur noch erkennt, wenn man direkt davor steht. Nee, das hat keinen Sinn. Dann, ja, lass uns jetzt schnell nach Hause. Ist das jetzt so? Müssen wir mit leben, leider. Ja, nee. Jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier noch irgendwo eine finden, aber nix. Ja, nix, ja, nix, ja, nix. Ich guck hier noch mal schnell bei dem großen Baum. Hier stehen voll oft Kisten. Eigentlich immer. Aber diesmal steht da nur ein Bär. Ne. Kein Glück heute. Was diesen Teil angeht.
Ein einziges Brett fehlt. Nur Nägel. Ich würde mich ja normalerweise riesig über die Nägel immer freuen, ne? Aber ich meine, ich freue mich trotzdem über die Nägel. So ist es nicht. Aber ich muss jetzt wirklich gestehen, ich hätte jetzt sehr, sehr gerne dieses eine Brett gehabt. Gut, ist wie es ist. Können wir jetzt nichts gegen machen. Es ist jetzt Nachtzeit. Das hier jetzt noch künstlich in Länge zu ziehen, macht keinen Sinn. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.